Hallo Kinder und herzlich willkommen bei Sauerkraut. Heute geht es um soziale Netzwerke. Darf ich vorstellen, das hier ist der Manu. Hallo Manu. Manu ist Mitglied bei Facebook. Facebook ist ein sogenanntes soziales Netzwerk. Doch was ist ein soziales Netzwerk denn eigentlich? Nun, im Grunde ist es ganz einfach. Vor vielen, vielen Jahren erfand ein kluger Mann das Internet. Über das Internet sind hunderttausende Computer auf der ganzen Erde miteinander verbunden. Ja, und dann kam ein anderer kluger Mann und erfand die sozialen Netzwerke. Und die funktionieren so. Jeder, der einen Internetanschluss hat, kann sich dort anmelden und alle seine Freunde treffen. Dort können sie dann zum Beispiel miteinander chatten, Fotos hochladen oder aber auch viele neue Freunde kennenlernen, wie zum Beispiel Paris Hilton oder Barack Obama. Ja, und so eine Anmeldung ist ganz einfach. Dazu muss man nur ein paar Informationen von sich eingeben, damit die Freunde einen nachher auch finden können. Wie zum Beispiel seinen Namen, seine E-Mail-Adresse, seinen Beruf, seine richtige Adresse, seine Telefonnummer, seine Versicherungsnummer, seine Kontonummer, seine PIN. Und das Nummernschild von Papas Auto. Ja, und wenn man dann auch noch ein möglichst peinliches Profilbild von sich hochlädt, dann ist die Anmeldung vollständig. Ja, so ein soziales Netzwerk ist schon nützlich. So kann Manu Leute in weit entfernten Ländern, die er sonst nie im Leben treffen würde, mit seinen Kettenbriefen voll spammen. What the heck? 213 new messages? So hat Manu Kontakte in Frankreich. Il voudrait être un méchant de James Bond. Bonjour Manuel. Pour menacer la planète et soumettre le monde. J'aime Facebook. Armé jusqu'aux dents dans un repère qui imagine à l'intérieur d'un volcan ou dans une. In Japan. Sayonara. Watashi ga Nihongo o hanazu. Soshi. Und in Kolumbien. Und wenn Manu jetzt etwas auf Facebook schreibt, dann erfährt sofort die ganze Welt davon. Hey Leute, bei mir wird morgen der Strom abgestellt. Das heißt, ich bin den ganzen Tag offline. Pour menacer la planète et soumettre le monde. Leider haben soziale Netzwerke auch negative Seiten. Das Problem ist nämlich, dass das, was Manu online stellt, nicht nur seine Freunde sehen können. Während zum Beispiel Stalker vor noch gar nicht allzu langer Zeit ihre Opfer auf Schritt und Tritt verfolgen mussten,
und ihnen abends mit dem Nachtsichtgerät auflauerten? Kriegen Sie heute alles online auf dem silbernen Tablett serviert. Aus Erfahrung weiß Manu, dass es nicht gut ist, wenn jeder alles über ihn weiß. Kamerad Schenk! Ja, Herr Schuldirektor? Nachdem Sie nun so hart für Ihre Karriere gearbeitet und einen schier vorbildlichen Abschluss hingelegt haben, stehen Ihnen nun alle Wege frei. Danke, Herr Schuldirektor. Vorausgesetzt, Sie schaffen es, Ihre nackten Partyfotos von Facebook zu entfernen. Tja, die sozialen Netzwerke sind allgegenwärtig. Heute will sich Manu für einen neuen Job bewerben. Doch dabei hat er nicht mit Facebook gerechnet. Ah, guten Tag, Herr Manu Schenk. Ich habe gehört, Sie wollen sich als Pfarrer in unserer Kirche bewerben. Genau. Na, ich muss schon sagen, Sie machen einen sehr, sehr seriösen Eindruck. Solche Leute brauchen wir. Ja, was ist denn da? Also ich glaube, wir haben genügend die Fahrer. Also ich würde sagen. Raus hier! Gott, wie geht's? Vielleicht sollte Manu es sich besser überlegen, welche Informationen er ins Internet stellt. Hey Leute, ich gehe kurz einkaufen. Bin in 20 Minuten zurück. Dadurch, dass immer jeder weiß, was Manu gerade macht, haben es zum Beispiel Einbrecher ganz leicht. Und auch der Service, dass man auf seinem Handy eine Funktion aktivieren kann, damit jeder sieht, wo man gerade ist, birgt Gefahren. Wenn es nur zum Beispiel ein psychisch kranker Kidnapper auf Manu abgesehen hätte. Sagen wir einfach Tschüss Manu! Oh, baby.